Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Wochenende Liebesorakel von 14. bis 16. Juni 2019. Der Garten der Liebe, so heißt dieses Legesystem. Und diesem Garten erscheint ein Liebespaar, diese Dame und diesem Herr. Und wir schauen erstmal die Gefühle bei euch Damen und das zeigt hier dieses Bild. Und das bedeutet, ihr fühlt euch bedrückt, müde, erschöpft. Ihr wollt etwas in Bewegung setzen und es gibt Momente, wo ihr habt das Gefühl, eure Hände sind gebunden, es geht nichts voran. Es ist alles so schleppend und mühsam. Worüber sollt ihr Gedanken machen? Das zeigt dieser König. Beherrscht euren Gefühlen. Bewahrt die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. Seid ihr im Vertrauen. Ihr braucht jetzt auch die Glauben daran, dass diese Liebe zum Erfüllung geht. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und das handelt sich um diese Herzensangelegenheit. Was war in Vergangenheit oder was kommt zurück von Vergangenheit? Das zeigt hier dieses Bild. Ein männlichen Person nähert sich, also jemand meldet sich wieder von Vergangenheit. Und welche Schritte sollt ihr tun? Das zeigt hier dieser Engel. Bleibt in inneren Ruhe, in inneren Gleichgewicht. Es werden Dinge passieren, wo ihr gar nicht damit rechnet. Und diese Überraschung wird angenehm sein. Und jetzt schauen wir seinen Gefühlen an und das zeigt hier dieses Bild. Hat mit Recht oder mit Gerechtigkeit was zu tun. Und wenn er das Gefühl hat, es läuft alles so ungerecht, das ist für ihn auch eine Belastung. Und worüber macht er Gedanken? Das sind seine Finanzen und indirekt auch seine berufliche Situation. Da läuft etwas ungerecht. Was war in Vergangenheit oder was geht zurück von Vergangenheit? Das sind Einflüsse von außen und das ist nicht angenehm. Das sind Streitigkeiten, das ist eine ganz große Herausforderung. Wird er das bewältigen? Ja, er wird das bewältigen. Er setzt alles in Bewegung und damit hat er auch Erfolg und auch neue Kontakte. Dieser Garten hat auch einen Brunnen und hier, dieses Wasser zeigt die Ergebnis. Wieder die Kelchen und die Kelchen symbolisieren die Gefühle und da kommen auch die Erinnerungen, eine gewisse Nostalgie dabei und das verspürt euch bei der nächsten Begegnung. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.